Hallo und herzlich willkommen zur 17. Episode meines Strickpodcasts Everything Fiber. Schön, dass du wieder mit dabei bist und falls du neu hier auf meinem Kanal bist, mein Name ist Christina, ich komme aus Österreich und wie der Name Everything Fiber schon sagt, dreht sich hier bei meinem Strickpodcast alles rund um Fasern. Also eigentlich ist es ein Faserpodcast, kein Strickpodcast. Ich stricke, ich webe, ich spinne und ich färbe auch teilweise meine Wolle selber, wobei das habe ich jetzt schon länger nicht gemacht, aber es gehört auch einfach dazu und wird in Zukunft vielleicht doch wieder ein bisschen häufiger sein, weil ich viel Wolle, Rohwolle herumliegen habe, die ich gerne einfärben möchte und möchte da ein bisschen experimentieren. Ja, fangen wir gleich an. Einmal einen recht herzlichen Dank für alle, die mir immer so tolle Kommentare hinterlassen und mir schreiben, wie sehr ihnen meine Folgen gefallen und das, was ich zu erzählen habe und das, was ich zu zeigen habe. Das motiviert mich ungemein, mich wieder herzusetzen. Heute ist es ein bisschen eng. Es ist Freitag. Wir haben jetzt 10:30 Vormittag und das Video sollte eigentlich um 13 Uhr online gehen. Ich befürchte, es wird sich heute nicht ganz ausgehen. Man verzeihe es mir. Denn mein Internet, ich weiß, dass das Hochladen von so einem Video bei mir meistens 2-3 Stunden dauert und ich muss es ja vorher noch editieren und schneiden. Also es wird wahrscheinlich heute ein bisschen später werden. Aber ich weiß nicht, wie bei euch das Wetter ist. Bei uns ist eine Affenhitze. Heute soll es 35 Grad bei uns bekommen. Dafür haben sie dann in der Nacht schwere Unwetter angesagt, die ich wieder auch nicht wirklich brauche. Aber es ist echt heiß. Also ich nehme an, ihr seid alle, wenn das Wetter bei euch auch schön ist, sowieso draußen unterwegs und hockt, sage ich mal, nicht in der Stube und schaut euch meinen Podcast an. Das könnt ihr dann ruhig am Abend machen, wenn dann bei euch das Wetter vielleicht auch nicht so gut ist oder es schlechter wird. Ja, also wie gesagt, vielen Dank für die Kommentare, die mich immer super motivieren, mich wieder hinzusetzen und eine neue Folge für euch aufzunehmen. Und ich gehe mal vor, denn bevor ich mich hersetze, gehe ich immer die Kommentare der letzten seit ich das letzte Video aufgenommen habe, durch und schaue, was es da Interessantes gibt, ob ich da irgendetwas erwähnen sollte in Podcast. Und unter meinem letzten Video hat die liebe Hanna kommentiert, weil ich gemeint habe, ich bekomme so viele Socken. Und zwar gibt es da, wenn ich jetzt da hinunterschaue, da ist mein Schummelzettel unten, das nennt sich Grüne Socken. Das ist von der Eierstockkrebs Deutschland e.V. und österreichischen Krebshilfe. Also es gibt es in Deutschland und in Österreich. Das ist ein Verein, der Socken sucht, selbstgestrickte Socken. Und zwar ist eine Nebenwirkung von der Krebsbehandlung zu Unterleibskrebsarten, dass die Frauen während der Behandlungen immer kalte Füße haben oder kalte Füße bekommen. Jetzt nicht im Sinne von sprichwörtlich kalte Füße bekommen, sondern wirklich kalte Füße bekommen. Und da werden selbstgestrickte Socken gesucht, die dann von verschiedenen Frauenärzten ausgeteilt werden. Also wenn jemand diese Diagnose bekommt, so ist, ich stelle mir das vor, so als kleine Hoffnung oder ich meine, wenn man so eine Diagnose bekommt, glaube ich, sind jetzt Socken nicht so ein auffällender Moment, aber es ist doch eine kleine Geste, eine Aufmerksamkeit. Was ich so gesehen habe, sollte irgendetwas Grünes in den Socken sein. Also der Socken muss nicht komplett grün sein, aber er kann in irgendeiner Art was Grünes enthalten, weil das Grün, glaube ich, ist deswegen, weil das Ribbon für Unterleibskrebsarten grün ist. So wie für Brustkrebs das Ribbon pink ist, hat dieses die Farbe grün. Und man kann eben diese Socken stricken. Ich verlinke euch unten in den Shownotes die Seite von dieser Aktion. Man strickt eben die Socken, dann schickt man sie dorthin und die werden dann ausgeteilt. Und ich glaube, da kann man eine schöne Freude jemandem machen damit, mit so selbstgestrickten Socken. Also falls jemand da mal mitmachen möchte, es gab auch, ich bilde mir ein, ich hab schon mal davon gehört, es gab irgendwann einmal einen Monat, wo eben lauter grüne Socken gestrickt worden sind, eben für diesen Zweck. Also wenn jemand Socken strickt und Socken übrig hat, kann er sie gerne dorthin schicken. Ich werde das auch meiner Schwester weiterleiten, dass sie da, wenn sie jetzt grüne Socken hat, wobei ich ein bisschen grüne Wolle ist, glaube ich, dabei. Vielleicht werde ich diese Socken, die grün beinhalten, ein bisschen aussortieren und eben dorthin schicken. Es werden hauptsächlich Größe 39 bis 41
gesucht, aber auch ein bisschen kleinere Größen, auch größere, aber das ist halt, der Haupt hat eben 39 bis 41. Wie gesagt, ich verlinke euch das unten in den Shownotes. Ich finde das eine ganz tolle Aktion und danke, liebe Hanna, fürs Aufmerksam machen drauf. Und die liebe Hanna hat dazu auch noch eine Galga, hat sie mir geschrieben, die Mimi. Schöne Grüße an dieser Stelle hier. Meine liegt irgendwo faul herum, irgendwo am Boden, wo es schön kühl ist, weil ja das Wetter einfach zu heiß ist. Also ich habe auch eine Galga aus Spanien. Ja, die wird jetzt im Juli 8 Jahre alt und ich habe sie seit 7 Jahren. Ich weiß nicht, ob ich sie. Ich werde euch ein Bild von ihr einblenden, damit ihr seht, wie sie ausschaut. Sie heißt Narissa mit N, also nicht Larissa, sondern Narissa. Da tun sich immer ganz viele schwer. Das ist anscheinend, also der Wurf damals, die Mama von der Narissa ist damals schon trächtig ins Tierheim gekommen und hat dort ihre Jungen bekommen. Und die Jungen haben alle Namen nach Disney-Figuren bekommen. Das war der sogenannte Disney-Wurf damals. Mir war, oder bei uns ist Narissa eigentlich unbekannt. Also mir war sie nicht bewusst, dass das eine Disney-Figur ist. Ich habe es dann gegoogelt. Das ist irgendeine Zauberin, glaube ich. Also ja, daher kommt der Name Narissa. Und wir haben sie dann eigentlich nicht umbenannt. Wir haben den Namen behalten. Zu einem, weil uns, ich glaube, uns ist keiner eingefallen. Wir konnten uns nicht einig werden. Und so haben wir gesagt, okay, dann lassen wir das Ganze und es bleibt bei Narissa. So, das war jetzt eine kleine Einleitung, ein bisschen Geplaudere und jetzt geht's los mit meinen Stricksachen. Und da habe ich zu Beginn wieder, wie in jeder Folge, meinen Nurture-Sweater. Also die Ärmel, glaube ich, habe ich euch schon gezeigt beim letzten, die habe ich schon fertig gestrickt. Das ist der Nurture-Sweater von Drea Renee Knits. Die Variation, die ich gemacht habe, ist, ich stricke in zweifärbig. Das heißt, ich habe die Bündchen oben in diesem Lila hier und den Rest in dem Rosa. Verwenden tue ich, das Rosa ist Drops Lima Blush Mix und das Lila ist Drops Charisma Lavendel Mix. Und was mir da aufgefallen ist bei diesen zweien, die sind eigentlich von der Lauflänge und Gewicht her gleich. Aber ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht. Die Charisma, das ist die Lilane unten, die ist viel lockerer, sage ich jetzt einmal, verzwirnt wahrscheinlich, weil die Drops Lima ist eine Spur dünner. Also das Strickgefüge ist bei der Charisma viel dichter mit denselben Nadeln als mit der Lima. Also ich nehme an, das liegt daher, dass die einfach stärker verzwirnt ist und deswegen dünner ist, aber auf die Lauflänge, Gewicht und Lauflänge kommt dasselbe hin. Also die Ärmel habe ich fertig und ich habe auch ein bisschen beim Körper weiter gestrickt. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich nur das Bündchen angefangen. Also ich bin ein bisschen, na, wo ist der Fokus? Genau, ein bisschen habe ich schon vom Körper angefangen zu stricken. Das ist mein sechster Nurture-Sweater. Ich verlinke euch oben den Link zum Video, wo ich erkläre, warum ich so viele von diesen Pullovern gestrickt habe. Und es wird jetzt voraussichtlich erst einmal mein letzter sein. Vielleicht, dass ich später noch einmal irgendeinen Strick, wenn ich wieder eine schöne Farbkombi finde. Aber ich glaube, wenn der jetzt fertig ist, dann habe ich erst einmal genug vom Nurture-Sweater. Stricknadeln, das Bündchen wird mit 3,5 Nadeln gestrickt und den Körper stricke ich mit 4,5 Nadeln. Also zwei Nadelstärken, oder ist das eine Nadelstärke, die ich dann hinaufgegangen bin, damit das passt. Jetzt muss ich da kurz ausfädeln. Ja, der Nurture-Sweater ist bis jetzt in jeder Folge vorgekommen. Er wird euch noch ein bisschen begleiten, aber wie gesagt nicht ewig, weil das mein letzter vorerst wird, den ich stricke. Und ja, also ich habe auch nichts Neues angefangen. Das heißt, die Sachen, die ich euch zeige, da habe ich ein bisschen weiter gestrickt. Aber ich erkläre ein bisschen was dazu. Das ist jetzt nichts Neues. Ich bin in den letzten 2 Wochen nicht wirklich zum Stricken gekommen. Das hat private Gründe und ja, möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Aber tut mir leid, wenn ich jetzt nicht mehr zeigen kann, als ich euch das letzte Mal gezeigt habe. Ja, jetzt läutet das Telefon. So, das nächste, was ich euch zeige, ist der Guyo Guccio Sweater von Egyonit. Da bin ich ein ganzes Stück weitergekommen. Also das letzte Mal, glaube ich, war ich kurz bei den Schultern. Ich habe jetzt hier schon
Vorderseite und Rückseite getrennt. Das ist jetzt die Vorderseite, da habe ich schon ganz schön viel weiter gestrickt. Also da ist die Schulter hört auf, also so viel. Was ich befürchte, ist, dass ich zu wenig Wolle habe. Ich zeige euch noch mal mit. Und zwar stricke ich das mit Knitting for Olive Merino in der Farbe Wheat und das Kit Silk ist von Wollmet Verve. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe die Wolle, wie sie gehört, aufgewickelt. Und zwar wird die Knitting for Olive Merino wird doppelt gehalten und das Kit Silk kommt dann noch dazu. Und ich habe jetzt noch zwei ganze Knäuel übrig. Dann dieses hier und dann hier noch so ein Reststückchen. Also diese, das ist meine ganze Wolle, die ich jetzt habe. Ich habe von der Wheat, also von der Knitting for Olive, habe ich noch einiges, aber von Kit Silk nicht mehr. Und ich muss jetzt, ich bin, glaube ich, mit dem, also bis zum Armloch bin ich jetzt fertig vorne. Jetzt muss noch der Rückteil gestrickt werden bis zum Armloch und dann eben noch bis der Körper bis hinunter und beide Ärmeln. Und ich weiß nicht, ob sich das mit diesem hier ausgehen wird. Ich hoffe es natürlich. Wenn nicht, muss ich mir da irgendwas überlegen, ob ich ein ähnliches Kit Silk nehme und dann die Ärmeln anders stricke oder ja, ich schaue mal, wie weit ich komme, weil ich habe alleine für den Kragen zum Beispiel, also dieses Stück hier, für das habe ich auch schon ein ganzes Knäuel von dem Kit Silk oder von der Merino verwenden müssen. Also ja, schauen wir mal, wie das ist. Ich zeige euch ein Bild hier, wie der fertige Sweater ausschaut. Das haben einige geschrieben, er schaut zwar toll aus, aber es wird sich dieses rollkragenartige Kragenstück irritieren. Ich weiß auch noch nicht, wie er dann getragen ausschaut. Mal schauen. Aber mir gefällt einfach diese Machart. Mir gefällt der Pullover und deswegen stricke ich ihn. Also der Guio oder Guccio Sweater von Eggio Knit auf den Nadeln. Da werde ich dann jetzt bald einmal weiter stricken bei dem, wenn mich wieder die Stricklust packt. So, und das dritte, das ich auf den Nadeln habe, ist das Umer Cape, mein zweites Umer Cape. Ich zeige euch hier, wie das erste Umer Cape getragen ausschaut. Und zwar, ich muss jetzt hier kurz meinen Schummelzettel umdrehen, damit ich weiter reden kann, ist das die Drops Nordmix in der Farbe 04. Das ist so ein Grau. Und dazu wieder Kit Silk von Wollmet Verve. Da habe ich auch nicht weiter gestrickt bis jetzt. Aber dazu hat eine Dame auf Instagram hat mir da eine Frage gestellt. Also sie hat jetzt das Kragenbündchen fertig und steht jetzt irgendwie an und kommt nicht weiter, ob ich ihr da helfen kann. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ich erzähle das gleich in dem Video, vielleicht weil das andere auch interessiert. Und zwar, man strickt eben den Kragen in ein Rippmuster. Und wenn es dann dazu kommt, zu der Reihe, wo es dann weitergeht, dann steht in der Anleitung so viel, man nimmt dann da hinten, also das ist, man strickt halt das vorne, und dann nimmt man da hinten zusätzlich Maschen auf, in diesem Hinterteil. Steht dann in der Anleitung drinnen, wie viele Maschen, und dann wird einfach nur hin und her gestrickt. Das überkreuzt sich dann eine Zeit lang eben, und dann strickt man das weiter. Also es steht dann, nachdem man den Kragen fertig hat, wie viele Maschen man aufnimmt, und man strickt dann immer hin und her. Man muss dann Maschenmarkierer setzen, und zwar dort, wo die Schultern sind. Das sind diese hier. Links und rechts werden da Maschenmarkierer gesetzt. Und man strickt dann einfach, wenn man jetzt am Anfang ist, glatt bis zum ersten Markierer, nimmt vor diesem Markierer eine Masche zu, strickt dann im Rippmuster weiter über die Schulter, dass hier dieses Rippmuster weiterläuft, bis zum Maschenmarkierer. Nach dem Maschenmarkierer nimmt man wieder eine Masche zu und strickt dann bis zum nächsten Maschenmarkierer und dort dasselbe Spiel wieder. Also ich hoffe, ich konnte das ein bisschen erklären, wie da die Strickanleitung weiter ist. Ich glaube, es hat so jeder Strickdesigner so seine eigenen Arten, wie er Strickanleitungen schreibt. Also zum Beispiel die von Eggio Knit sind da, ich will jetzt nicht sagen eigen, aber wenn man mal eine gestrickt hat, also das Umer Cape habe ich ja schon gestrickt, und der
Gujo, Sveta ist auch von Ekionit, dann weiß man ungefähr, was meint der Designer, wenn er wie was schreibt. Und so ist das hier auch. Also die Anleitungen sind ziemlich ähnlich, auch von den Grafiken, von den Abbildern her ist das ähnlich. Und deswegen, weiß nicht, wenn man vielleicht eine nicht versteht, versteht man die andere auch nicht und umgekehrt. Sobald man eine verstanden hat, versteht man die anderen auch. Also wie gesagt, das Uma Cape auch nicht weiter gestrickt, weil in den letzten 2 Wochen leider keine einzige Masche gestrickt. Ich hoffe, das ändert sich bald. Aber was ich gemacht habe, mein Spinnrad steht da hinten leer, ich habe endlich das Weihnachtsgeschenk meiner Schwester versponnen. Und zwar war das von Hedgehog Fibers, ich glaube 100% Merino, 100 Gramm. Und ich habe hier einen Strang fertig gesponnen. Das schaut so aus. Ich finde das irrsinnig schön bunt. Ich bin noch ein bisschen ungenau beim Spinnen. Also wenn man genau schaut, es sind nicht gibt dickere Stellen, dünnere Stellen. Es sind, glaube ich, nicht ganz 400 Meter, sind, glaube ich, 360 Meter auf 100 Gramm müssten es sein. Ich habe es noch nicht abgewogen, aber ich habe einen Zähler. Also wenn ich das von der Spule, wenn ich die fertig verzwirnte Wolle von der Spule herunternehme, dann lasse ich es und aufwickle, dann lasse ich sie durch einen Zähler laufen, wo ich sehe, wie viele Laufmeter das sind. Und dann wiege ich es ab und dann habe ich natürlich die Gramm pro Laufmeter. Also wie gesagt, abgewogen habe ich es noch nicht, aber ich habe im Kopf, dass es ich glaube 360, 365 Meter war. Also es ist nicht ganz Sockenwolle, es ist ein bisschen dicker, aber schön bunt. Und ich habe es, ich weiß jetzt nicht, wie der Fachausdruck ist, ich habe es gegen versponnen. Das heißt, ich habe den langen, das ist in einem, ach, wie nennt man das? Jetzt sitze ich komplett auf der Leitung. Ah. Wenn die Fasern in so einer ganz langen Wurst kommen, gefärbt, habe ich die in der Mitte geteilt und habe das eine bei dem Ende begonnen zu verspinnen und das andere beim anderen Ende. Und beim Verzwirnen sind dann die Farben eben gegengleich. Bei ein paar Stellen sind sie gleich. Ich glaube, in der Mitte ist es ein bisschen gleich. Und ja, aber sonst ist es sehr schön bunt geworden. Was ich damit mache, weiß ich noch nicht. Ich habe meine, also was ich mit meinen selbstgesponnenen Sachen mache, ich habe ganz viele herumliegen und habe noch nicht wirklich was damit angefangen zum Stricken. Vielleicht wären das kurze Socken. Ich glaube, ich werde das meiner Schwester geben und sie soll mir damit so Knöchelsöckchen stricken. Das geht sich, glaube ich, sicher aus mit dieser Wolle. Also ich habe endlich wieder gesponnen und ich werde jetzt auch wahrscheinlich mehr spinnen, weil Anfang Juli beginnt die sogenannte Tour de Vlies. Das ist im Anhang an die Tour de France. Also die Tour de France Radler treten in die Pedale und die Tour de Vlies Spinner treten das Spinnrad. An jedem Tag, wo die Tour de France gefahren wird, wird gesponnen. Es werden an den Pausentagen auch Pausen eingehalten. Und bei den Bergetappen, die natürlich für die Radfahrer schwieriger sind, schaut man, dass man halt möglichst vielleicht das Doppelte spinnt, was man sonst spinnt, dass man auch ein bisschen Anstrengung hat. Ich verlinke euch unten auch die Daten zur Tour de Vlies. Es gibt da verschiedenste Gruppen, wo man mitmachen kann, wo man auch bei manchen kann man auch Preise gewinnen. Wer mehr strickt, mehr spinnt und oder das am Ende wird dann alles zusammengenommen und welche Gruppe dann halt die meisten Laufmeter an fertiger Wolle zusammengebracht hat. Also Tour de Vlies ist ein ganz nettes Event. Ich hatte letztes Jahr, ich blende euch hier ein, von Woll mit Werve ein Tour de Vlies Paket. Da waren 25 kleine gefärbte Spinnfasern drinnen in verschiedensten Tönungen. Und jeden Tag sollte man halt ein, so ein Päckchen verspinnen. Ich habe es nicht ganz geschafft. Ich habe noch welche übrig von letzten Jahren. Ich habe gefragt, ob sie das heuer wieder machen. Und leider ist halt der Bedarf an gefärbten Spinnfasern nicht wirklich vorhanden, sodass sie sich entschlossen haben, heuer keine Tour de Vlies Spinnfasern zu färben. Ich habe das sehr praktisch gefunden,
weil eben für jeden Tag ein so ein Päckchen zum Spinnen drinnen war. Und ich habe sie vorher ein bisschen aufgeteilt, damit sie farblich ein bisschen zusammenpassen. Also in so 100 Gramm Päckchen, damit ich dann weiß, wie die Wolle dann zum Schluss ausschaut. Also Spinnen wird jetzt wieder wahrscheinlich mehr Thema werden im Sommer. Wie gesagt, ich sitze dann auf meiner Terrasse, lasse mich sonnen und genieße dieses warme Wetter und spinne draußen vor mich hin, wie meine Familie so schön sagt. Hedgehog Fibers, 100% Merino. Zeige es euch noch einmal. So. Und wie versprochen zum Ende oder gegen Ende eines jeden Strickpodcasts möchte ich euch einen anderen Strickpodcast vorstellen, den ich anschaue, während ich am Stricken oder Spinnen oder Weben bin. Und zwar ist es diese Woche Nitty Netty. Kennt wahrscheinlich auch fast jeder hier. Natalie, die kommt aus Amerika, hat bis vor kurzem in New York gewohnt und reist jetzt mit ihrem Mann, verheiratet, ja, ich glaube Mann und Hund, wieder ein strickbegeisterter YouTuber mit Hund, der Hund heißt Toaster, mit dem reist sie in einem Wohnmobil durch Amerika und ihr Kanal ist so eine Mischung aus Vlogs, wo sie eben erzählt, was sie auf ihren Reisen macht, aber eben auch zeigt, was sie da strickt. Es sind auch Anleitungen dabei, wie man zum Beispiel Wolle am besten aufwickelt, wenn man jetzt keinen Wollwickel oder so hat. Ja, sie hat auch bei Vlogmas mitgemacht. Das ist auch immer ganz toll. Sie hat irrsinnig viele Wollkalender. Ich glaube, sie hat 6 oder 7 hat sie letztes Jahr zu Weihnachten gehabt, die sie dann eben in den Folgen dann um Vlogmas immer auspackt und herzeigt. Da sind auch immer Goodies dabei und sie machen auch immer ein Ratespiel. Bei ihr war es, ich weiß jetzt gar nicht, welches bei ihr war. Jedenfalls ist das eben so ein themenorientierter Woll-Adventkalender und anhand der Farben muss man dann die Figur, ich glaube, es waren, nein, Marvel war es nicht, Marvel war es bei Yogini. Schitt's Creek, glaube ich, war es. Das ist eine Serie, ich kenne sie nicht. Schitt's Creek. Und genau, das war dann nicht nach Personen, sondern ich glaube nach Szenen. Oder nach wie sagt man da? Wenn jemand was sagt. Nach Aussagen von diesem Film. Also die halt wahrscheinlich markant sind. Wie gesagt, ich kenne die Serie nicht. Da hat sie dann immer das vorgelesen oder beziehungsweise sie musste eben raten, was das war. Ich glaube, ich erzähle jetzt da gerade einen Blödsinn, dass es das Schitt's Creek war. Jedenfalls war das immer sehr spannend zu sehen, also man konnte mitraten, ob man selber erraten hätte, welche Färbung dieses Garn gehabt hat. Ja, also wie gesagt, Natalie, ich verlinke euch unten. Und was bei ihr auch toll ist, ich weiß nicht, ob das für euch interessant ist, sie hat eine irrsinnig riesige Community. Sie hat auch ein Love in Stitches heißt das, eine Membership, die geht immer über 4 Monate, kostet glaube ich 25 Euro pro Monat. Oder nein, glaube ich, ich glaube 60 oder 70 für alle 4 Monate. Ich verlinke euch das unten, ich schreibe euch das unten hinein. Und da ist wirklich eine ganz tolle Strick-Community dahinter. Die haben dann auch immer Lives, wo man einfach zusammensitzt und eben online via Zoom miteinander strickt, erzählt, was man gerade hat, was im Leben gerade so vorläuft, was man strickt und so weiter. Es ist allerdings alles auf Englisch. Ich glaube, nein, ich war zweimal bei diesem Club dabei und es war, glaube ich, kein einziges Mal, dass man sagt, man hat jetzt eine deutschsprachige Gruppe. Also es gibt schon von der Zeit her auch welche, wo ich jetzt zum Beispiel Sonntag, glaube ich, Mittag um 1 Uhr war so ein Gruppentreffen, bei denen ist es halt dann, ich glaube, früher morgen. Ja, früher morgen. Aber es war sehr interessant. Das erste Mal war es für mich super interessant, eben neue Leute kennenzulernen. Da bin ich voll in dieses Strickthema eingetaucht. Beim zweiten Mal war es dann nicht mehr so interessant und inzwischen bin ich auch nicht mehr dabei. Aber wie gesagt, ich verlinke euch das alles unten. Wenn jemand interessiert ist, kann er das gerne mal anschauen. Und an dieser Stelle gleich der Hinweis: Alle Sachen, die ich hier erzähle, berichte, die Wollen, die ich zeige, meine Meinung, die ich kundtue, das ist alles meine Meinung. Ich werde dafür nicht bezahlt. Ich bekomme auch keine Produkte irgendwie gesponsert oder so. Also das ist alles selbst bezahlt. Es ist jetzt,
ja, vielleicht Werbung schon, aber eben unbezahlte Werbung, weil ich diese Produkte gerne verwende, weil ich diese Wolle gerne verstricke, diese Anleitungen gerne stricke. Also das ist meine Meinung und die ist unbezahlt. Ja, an dieser Stelle der Hinweis. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, euch hat wieder gefallen, was ich zu erzählen hatte und zu zeigen hatte. Wie gesagt, leider nichts Neues. Ich hoffe, nächstes Mal gibt es dann wieder Interessanteres und Neueres zu zeigen. Wie gesagt, ich spinne wieder mehr. Vielleicht ist da jetzt mehr in diese Richtung das Thema, dass ich da vielleicht irgendetwas vorstelle, was zum Thema Stricken eben, zum Thema Spinnen eben passt. Ja, wie gesagt, gerne einen Kommentar hinterlassen, woran ihr arbeitet, während ihr meinen Strick-Podcast schaut. Gerne auch andere Strick-Podcasts erwähnen in den Kommentaren, damit ich neue entdecke. Also sind immer wieder welche dabei, die ich nicht kenne, die ich dann abonniere und da gerne zuschaue. Ja, gerne auch Kritik hinterlassen. Was hat euch gefallen? Was hat euch weniger gefallen? Was könnte ich besser machen? Worüber möchtet ihr gerne mehr erfahren? Was soll ich mehr zeigen? Worüber mehr sprechen? Könnt ihr gerne in den Kommentaren hinterlassen. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Wie gesagt, meine Videos gehen immer Freitag um 13 Uhr online. Und alle 2 Wochen, das hat sich eigentlich gut bewährt. Normalerweise gibt es eben immer wieder was Neues zu zeigen in diesen 2 Wochen, nur dieses Mal leider nicht. Ja, wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, schönen Wochenbeginn, Mahlzeit, wann immer ihr auch mein Video schaut. Und bis bald. Tschüss.